Vier Bündnerinnen und Bündner, die gerne kochen. Vier Abend, Spass, Geselligkeit und feines Essen. Dreimal bei den anderen und einmal bei dir daheim. Das ist das neue Koch-Highlight. Bündner kochen für Bündner. Natürlich aus Graubünden. In der ersten Folge sind wir zu Gast bei einem Weinliebhaber aus Bonaduz. Ich bin der Stefan Walter. Ich mache hier mit, weil ich einerseits sehr gerne koche, du gerne Gäste bewirten, du auch sehr gerne trinken habe. Und jetzt gehen wir recht einen schönen Weinkeller, wo man dann sicher noch einmal anschauen. Und ja, da tue ich gerne ein paar Sachen, die dann später den Leuten hier zeigen. Was gibt es bei dir Feins? Ich koche heute etwas aus der herzlichen Abteilung. Wir haben einen Jäger, der neben uns wohnt. Dann aus Hauptgang gibt es ein schönes, grosses Stück Rindfilet, wo ich seit etwa 2 Stunden jetzt Sous-Vide garen beim Backofen, wo wir dann auch schnell noch ein bisschen anbröteln. Jetzt kaufen wir einen speziellen Risotto. Und zum Dessert? Und zum Dessert gibt es den Favorit meiner Kinder. Das ist der beste Schokoladenkuchen ever. Mit einem hausgemachten Vanilleglace und ein bisschen Pistazienkerne verfeinert. Wo sind denn die Gäste? Ah, da kommen sie ja. So, jetzt sind alle da. Dann kann es ja jetzt losgehen. In dieser Kochrunde machen neben Stefan auch noch der Werner aus Trimis, die Monika aus Katzis und Karin aus Chur mit. Viva! Du, Stefan, warum brennt im Keller das Licht? Gehen wir mal schauen. Ui, da hast du aber ein paar feine Tropfen gelagert. Du, da ist doch noch jemand. Ah, unser Überraschungsgast, der Bündner Musiker Stempf. The sun's high, my mouth's dry, and there's something in the air. Salat mit Hirsch auf Nüsslisalat. Das sieht dann fein aus. Jetzt noch der richtige Wein. Und, hat er Zapfen? Nein, scheint gut zu sein. Erzählen zu haben. So, jetzt ist aber genug geredet. Stefan, du musst doch sicher weiter kochen, oder? Ja. Hast du da alles müssen aufschreiben? Normalerweise habe ich es im Kopf. Ich koche lieber Kopf als nach Rezept. Das ist einfach. Wie war es bis jetzt? Ich würde sagen, unser heutiger Gastgeber hat ja schon ein bisschen etwas vorgelegt. Ja, es ist ungemütlich. Es ist unschön, schön, er gibt sich eine Riesenmühe. Es sind zwei Frauen dabei, zwei Blondinen. Man kann es nicht besser treffen, oder? Das ist ja der Traum von jedem Mann. Er kümmert sich sehr um uns. Und ja, er kocht einfach gut. Kocht auf alle. Also die Frau. Sind wir hier mit zwei Blondinen. Die eine nicht kennen, die andere nicht. Aber ich muss sagen, es ist nicht schlecht. Ja, also für mich sind jetzt beide neu mit der einen, habe ich erst telefoniert. Hallo, die einen reden über das Essen, die anderen über die Frauen. Haben Sie auch zum Essen etwas zu sagen? Ich bin ja nicht Ich sehe, euch interessiert der Wein mehr. Ja. Wie findest du den Überraschungsgast? Ja, der Stempf halt. So, jetzt kommt das Rindsfilet. Auf den Punkt Gart, schön rosa, wie aus dem Kochbuch. Oh, der Hauptgang sieht aber fein aus. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch das Dessert. Feiner Schokokuchen. Ja. Also das ist eine selber gemachte Vanilleglasse, obendrauf grüne Trüffel, die findet man nur im Bonaduzer Bad. Wir sind ja nicht nur zum Spass hier. Wir wollen ja auch wissen, wie der Gast der heutigen Abend gefallen hat. Werner, wie viel Steinbock hat der Stefan heute verdient? Der Steinbock für den super Salat. Der Steinbock.
Der erste Punkt gebe ich dem Stefan, für dass seine Gastfreundschaft wirklich lässig war und er eigentlich darauf, dass ich gut bin. Der zweite Punkt gebe ich dem Stefan, dass er wirklich gut gekocht hat und zwar jeder Gang in sich rum war. Dankeschön. Und das letzte Steinböckli nehme ich auch noch dazu. Es war einfach ein super perfektes Essen. Danke vielmals. Der Stefan kann kochen. Also für mich war der Abend unübertreffbar. Perfekt. Und darum gebe ich ihm 1, 2, 4. So, und jetzt noch zum Gastgeber. Wer stellt die Frage? Du? Ja, sicher. Wie bist du zufrieden mit dem heutigen Abend? Ja, was soll ich sagen? Moin, also optisch bin ich nicht ganz zufrieden. Es war nicht auch so, gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Klasse ist ein bisschen zu hart gewesen. Habe ich gedacht, es kommt ein bisschen weicher, kommt ein bisschen schöner anrichten. Also das Rennen optisch ist nicht perfekt gewesen. Da habe ich noch Potenzial. Rein vom Geschmack her würde ich sagen, ist sehr gut gewesen. Aber wie gesagt, ein paar optische Sachen müssen wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Also ich finde, du bist auch hart mit dir. Das ist, weil du so schön serviert hast. Gell? Ich glaube es fast. Also auch ich finde, die Teamleistung hat natürlich schon etwas ausgemacht. Ich glaube, das, ja. Das jetzt müssen wir da schnell klar mal einfach okay. Also ich habe einen Chef gefunden. Wie viel Steinböck würdest denn du ihm geben, Stempf? Ja, aber jetzt nicht gerade ganz das Maximum, weil ich bin nicht so ein Kuchenfan und jetzt eben beim Süppli hätte ich vielleicht nicht etwas scharf sein. Dann sagen wir 5,5. Du bist jetzt hart, weil der Schokokocher ist ja, ich bin optisch nicht. Spielt das jetzt eine Rolle, wenn wir uns erzählen. Als Doktik haben wir zwei Blondes neben dran gehabt, die das schön aufgeteilt. Ja, du hast vorhin gesagt, man darf keine 0,5 geben, so wie du. Du hast wieder geschissen, oder? Der Rundhofte gibt 6. Nein, 6 gibt mir sicher nicht. Das ist, also ich würde mir jetzt so ein solides 5 haben. Der Stefan hat es geschafft. Und das seht ihr in der nächsten Folge von Bündner kochend für Bündner. Ja, das weiss ich sogar nicht. Nein, jetzt gibt es... Trinken der Wein ist... Hast du schon alles eingeräumt? Ja, ich hätte die Lage schon mal erlaubt.